Personal Training Video. Ich begrüße euch heute mit einem etwas anderen Hintergrund. Ihr seht hier die menschliche Muskulatur. Das liegt daran, weil wir heute ein Video sehen werden über Verspannungen. Ich werde heute ein Video machen, das spezifisch auf die Verspannung von Schulterblättern geht. Ich möchte euch das hier noch kurz zeigen. Der Grund, warum wir verspannt sind am Schulterblatt, liegt daran, weil hier sehr viele Muskeln übereinander kommen. Viele sind möglicherweise verkürzt oder haben sonst eine extreme Belastung. Und es ist relativ schwierig, das Schulterblatt zu dehnen oder selbst etwas zu machen. Darum möchte ich euch heute ein paar Tipps geben. Ich bin auf das Thema gekommen, weil ich selbst öfters Verspannungen habe beim Schulterblatt und möglicherweise kann ich jemandem von euch auch helfen. Viele von euch kennen bestimmt schon die Black Roll, bei mir eher eine Blue Roll. Die Black Roll ist vor allem hier zum Faszien zu lösen, um Triggerpunkte zu lösen und allgemein den Körper zu entspannen, auch bei Muskelverhärtungen. Das Problem ist aber, dass beim Schulterblatt die Muskeln etwas doof liegen, dass wir mit der Black Roll nicht herankommen. Deshalb habe ich eine andere Möglichkeit für euch. Ich habe einmal einen hundskommunen Tennisball und einen Massageball. Ich persönlich bevorzuge den Tennisball aufgrund, weil der Massageball einfach ein wenig zu weich ist. Wenn ihr extreme Schmerzen habt, ist der wahrscheinlich ein wenig angenehmer, einfach weil er nicht ganz so hart hineingeht. Ich zeige euch aber meinen ersten Tipp mit dem Tennisball. So, für meinen ersten Tipp müsst ihr an eine Wand stehen. Ihr braucht, wie gesagt, den Tennisball und positioniert den hinten am Schulterblatt, neben der Wirbelsäule. Ihr könnt den Arm ein wenig zur Seite nehmen, drückt euch an die Wand und massiert mit dem Ball einfach die betroffene Stelle. Durch das, dass wir den Arm nach vorne nehmen, schaffen wir Platz. Das Schulterblatt geht ein wenig zur Seite und wir können die darunterliegenden Muskeln behandeln. Für meinen zweiten Tipp braucht ihr eine Türe oder einen Pfosten, etwas, wo ihr euch abstützen könnt. Ihr nehmt den Ellbogen hier vor die Hüfte, das sieht von der Seite aus so aus. Und dann stützt ihr euch in die Tür, so wird auch wieder das Schulterblatt zur Seite gezogen. Und ihr kommt mit der Hüfte nach vorne, könnt die Hand wirklich gerade zu der Säule halten, damit ihr hier nicht noch eine Belastung auf dem Handgelenk habt. Und ihr drückt die Hüfte nach vorne, so habt ihr einen schönen Zug hier auf den Muskeln, die verspannt sind. Mein dritter Tipp ist für alle Gelenkigen. Und zwar streckt ihr das eine Bein, ihr winkelt das andere an. Und jetzt nehmt ihr den gleichen Arm wie das angewinkelte Bein, also links und links, und ihr wickelt den Arm herum. Also Arm strecken, einmal abdrehen und herumwickeln. Mit der rechten Hand packt ihr diese Hand. Hier, die einen können das vielleicht ein wenig besser, die anderen nicht so. Wenn es nicht so gut geht, könnt ihr auch ein Handtuch zwischen die Hände nehmen und daran ziehen. Wichtig ist, dass ihr hier Zug aufbaut und einfach mit dem Schulterblatt dehnt. Also ihr seht hier hinten, richtig ziehen. Ihr könnt mit der Schulter ein wenig nach hinten drücken und dann gibt es einen schönen Zug. Mein vierter Tipp ist nicht nur für das Schulterblatt geeignet, sondern für die ganze Rückenpartie. Ihr stellt euch auf, kommt nach unten in die Knie, nehmt die Hände in eine Gebetsposition und jetzt dreht ihr euren Rücken aus und kommt mit der
Ellenbogenseite auf die Außenseite der Beine und drückt euch hier ab und verdreht so quasi eure Wirbelsäule und habt eine schöne Dehnung im Rücken. So, das war's von meiner Seite zum Thema Schulterblattverspannung. Wenn ihr noch weitere Fragen habt oder vielleicht irgendwo anders am Körper Verspannungen habt oder wenn euch das Thema interessiert, lasst es mich wissen, dann mache ich noch weitere Themenvideos darüber und ich freue mich, euch bald wieder auf meinem Kanal anzutreffen und wünsche euch eine gute Zeit.